Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast zu einer anderen Ausgabe meiner Star Club Videos. Als ich diese Idee geboren hatte, habe ich gedacht, ich krieg 5-6 Uhren auf den Tisch und kann Uhren zeigen, die ich so normalerweise nicht zeigen könnte. Es ist viel mehr geworden, aber was noch viel besser ist, ist, dass ich Ansichten, Meinungen und Themen zeigen kann, die ich selber nicht glaubwürdig vertreten könnte. Wenn ich irgendetwas über Mode erzähle, Uhren und Mode, Männer und Mode, mal ganz im Ernst, kauft mir keiner ab. Ich trage T-Shirts, ich bin ausgesprochen nachlässig, was Mode betrifft. Insofern ist das ein Thema, was ich niemals abdecken könnte. Einer meiner Zuschauer, Werner, ist da aber ganz anders. Wer ihn in den Kommentaren erlebt hat, weiß, dass er da wirklich Wert drauf legt. Und er hat ein Video gemacht zu Uhren und Mode, was zusammenpasst, warum es zusammenpasst. Und auch, warum das zu seiner Steinhart in Bronze geführt hat. Und das Video möchte ich euch heute zeigen. Ich finde das absolut bombastisch, freue mich da richtig drüber. Und ich hoffe, dass es Werner auch genauso viel Spaß gemacht hat, das Video zu machen, wie es mir gemacht hat, es anzuschauen. Und würde mich irrsinnig freuen, wenn es euch auch gefällt und ihr positive Kommentare hinterlasst. Moin Axel, liebe Uhrenfreunde, hier ist der Werner aus dem Ruhrgebiet. Mit meinem ersten Video für den Star Club, welches ich etwas unorthodox aufgebaut habe, denn ich möchte die Rezension etwas später beginnen und die Geschichte dazu hat sehr stark mit der Uhr in der Herrenmode zu tun, weshalb ich damit auch beginnen möchte. Danach ein kurzer Abspann über die Pannerei und warum ich mir eine Fliegeruhr kaufen wollte, dann die eigentliche Rezension, Zahlen, Daten, Fakten, die üblichen Aufnahmen. Ein kurzes Fazit, während ihr die Uhr aus der Nähe sehen könnt. Ja, das wär's dann. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Vielen Dank. Die Grundlagen der klassischen Herrenmode sind einfach. A. Der Gürtel muss zu den Schuhen passen und B. Die Gürtelschnalle muss mit den restlichen Accessoires, Uhrringen, Manschettenknopf etc. harmonieren. Das gibt euch bei einer silbernen Gürtelschnalle die meisten Möglichkeiten. Ihr könnt über Edelstahl, Neusilber, Weißgold bis hin zum Platin alles kombinieren, aber bei einer Messingschließe oder einer vergoldeten Schließe geht halt nur eine Golduhr oder zumindest eine vergoldete Uhr. Da aber Bilder mehr als 1000 Worte sagen, möchte ich euch anhand von 4 Beispielen einige Kombinationsmöglichkeiten aufzeigen. Viel Spaß damit! Das erste Bild zeigt die wohl gängigste Kombinationsmöglichkeit, schmaler schwarzer Gürtel mit Silberschnalle, passend zu den Schuhen. Zum Abend hin vielleicht kombiniert mit einer Nomos Tangente, hier in Form eines Tangomaten am Fettlederarmband. Die Schuhe, die Oxford, sind aus dem gleichen Material. Wer es etwas sportlicher mag, kombiniert dazu die Corazon del Mar Melanocetus 2 am Stahlarmband, denn wenn kein Lederarmband vorhanden ist, geht auch Stahl passend zur Schließe. Damit seid ihr immer gut angezogen, zum Anzug, zu etwas sportlichen Armdressen, auch zum Polo. Schwarz, schwarz geht immer. Die Variante brauner Ledergürtel und Silberschnalle ist schon deutlich sportlicher. Hier aber besonders exotisch eine Damascena-Schließe zusammen mit einem geprägten Rindsledergürtel, eben solchen Sneakern. Dazu passen die Alexander Schorokow mit Straußenlederarmband der Firma Kaufmann. Aus Edelstahl mit 24-Stunden-Anzeige. Als Tipp, es gibt viele Schuhmanufakturen, die passenden Gürtel zu den Schuhen gleich mitliefern. Hier nun die Variante brauner Gürtel mit Messingschließe. Dazu kombinieren wir in der eleganten Version den klassischen Herrenschuh mit einem klassischen Chronographen der Firma Sinn, der 6015 PL, der leider nicht mehr gebaut wird. Bild 4 ist leider unvollständig. Denn zu dem sehr rustikalen breiten Gürtel mit Messingschließe und den noch rustikaleren zwiegenähten Norwegern passte meine Sinn eigentlich so gar nicht, weshalb ich mich vor 5 Jahren auf die Suche gemacht habe, um diese Lücke zu schließen. Bei meiner Suche behilflich war mir die Firma Panerai, die vor ca. 10 Jahren die erste Uhr im Bronzegehäuse herausbrachten und damit einen Boom auslösten, der bis heute noch anhält. Allerdings wollte ich keine Taucheruhr, sondern eine Fliegeruhr im Stil der hier abgebildeten IWC erwerben.
Da ich aber nicht wusste, ob mir Bronze überhaupt gefällt und die damit einhergehende Patina auch und zudem auch keinen fünfstelligen Betrag ausgeben wollte, bin ich schließlich bei einem deutschen Hersteller fündig geworden. Und hier seht ihr meinen ersten Bronze-Neuzugang. Es ist die Steinhardt NAV BUHR 47 Handaufzug, das heißt Navigationsbeobachtungsuhr, hier natürlich abgekürzt, die perfekt zu dem rustikalen, sportlichen Gürtel und Schuhen passt und die ich jetzt näher vorstellen möchte. Beginnen möchte ich mit den Zahlen, Daten, Fakten. Verbaut ist ein ETA UNITAS 64971, natürlich ein Swissmade-Produkt mit Handaufzug, 17 Steine, 18.000 Halbschwingungen pro Stunde, schönen Genfer Streifenschliff, 18-fach, gebläuten Schrauben und auch rodiniert. Das Gehäuse ist schon, wie schon gesagt, aus Bronze. Es hat einen Durchmesser von 47 mm, eine Gesamthöhe von 14,2 mm und ein Gewicht von 123 Gramm. Die Bandanstoßbreite beträgt 22 mm. Es ist ein Saphirglas verbaut, gewölbt. Die Innenseite ist zweifach verspiegelt. Die Lünette ist aus Bronze satiniert. Der Gehäuseboden ist aus Edelstahl 316L, verschraubt mit einem Mineralglasboden, was ich aber auch nicht unbedingt schlimm finde. Die Wasserdichtigkeit beträgt 3 ATM, also nur Spritzwasser geschützt. Das Zifferblatt ist grau-metallic mit Sonnenschliff, es hat arabische Zahlen, die mit Superluminova BGW 9 weiß versehen sind. Stunde, Minute sind im Gold, der Sekundenzeiger ist bei der 9. Das Armband ist aus Juchtenlederbraun mit einer hellen Naht. Es trägt sich äußerst angenehm. Die Schließe ist natürlich auch aus Bronze, eine 22 mm mit Logo verschraubt. Kommen wir nun zu zwei Handgelenksaufnahmen, um den Anglizismus Wristshot zu vermeiden. An meinem 18,5 cm Handgelenk ist eine Uhr mit 47 mm Durchmesser und einem Horn-zu-Horn-Abstand von 55 mm natürlich sehr präsent, aber es ist nun mal die DNA einer Fliegeruhr sehr groß zu sein, so dass ich das nicht wirklich schlimm finde. Sehr angenehm ist auch die Preisentwicklung der Steinhardt in 2016 mit 470 Euro und im 2021 mit 490 Euro. Da haben andere Uhrenmarken doch deutlich mehr zugeschlagen. Hier nun die obligatorischen Nachtaufnahmen. Hier konkurriert die Navigationsbeobachtungsuhr mit einer Ocean One, einer Taro Ors, auch aus der Steinhardt-Reihe. Rechts die BGW 9 Luminova, links die C3 Luminova. Beide leuchten sehr stark, die Taro natürlich etwas mehr. Aber die Steinhardt hat durchaus ihre Qualitäten aufgrund der Größe und sie lässt sich nachts wirklich sehr lange gut ablesen. Und während ihr die Uhr und die Patina von der Nähe betrachten könnt, ein kleines Fazit. Die Steinhardt ist sicherlich keine Alltagsuhr, aber eine Nischenuhr, die zu besonderen Anlässen absolut gut passt. Ich trage sie äußerst gerne. Sie läuft sehr, sehr genau mit plus 2 im Chronometerbereich. Sie ist außerdem sehr gut abzulesen, auch in der Nacht natürlich. Und ich finde sie von hinten betrachtet auch wunderschön gemacht. Sehr wertig an einem schönen Lederarmband. Wer allerdings mit der Patina nicht leben kann, sollte sich vielleicht bei anderen Uhrenherstellern wie Henschel umschauen, die Schiffsschraubenbronze verbauen, die angeblich keine Patina ansetzt. Ich finde, es passt sehr gut zu dieser Uhr. Bin sehr, sehr zufrieden, seit 5 Jahren ja schon und kann jedem nur empfehlen, diesen Preis-Leistungshammer zu erwerben, falls er denn auf Bronze steht. Ich habe mit der Uhr keinen Fehlgriff gemacht. Ich habe mir sogar noch eine Ocean One in Bronze dazu gekauft. Also alles gut. Vielen Dank, Axel. Ja, das war Werners Video. Vielen, vielen Dank. Ich kann absolut verstehen, warum man da Wert drauf legt. Ich verstehe aber noch viel besser, warum es mir zu viel ist. Bis dahin, tschüss, euer Axel.